Hey, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Secret City Lorongs Carling im Eingang der Zwergenstadt. Und wir waren ja letztes Mal stehen geblieben hier bei diesen schicken, netten Rätsel. Ich habe das jetzt mir folgendermaßen überlegt. Ich werde das Rätsel versuchen zu lösen. Es kann aber auch durchaus sein, dass ich dann das so mir die Erlaubnis nehme, einfach mal zu schneiden wie ein Verrückter. Dann seht ihr zum Beispiel, dass erst, wenn ich es gelöst habe, kann durchaus sein, dass das so der Fall der Fälle sein wird. Weil man hat schon gemerkt, es ist schon ein sehr kniffliges Rätsel. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Versuchen wir jetzt ein bisschen weiter. Mit Handbuch wäre es natürlich leichter, aber das wäre ja dann langweilig. Meiner Meinung nach. Ja, man darf leider nicht hier was einzeln nehmen. Ich kann es jetzt noch ein bisschen weiter versuchen, dann gibt es wahrscheinlich mit größter Wahrscheinlichkeit den ersten Schnitt. Im Handbuch ist es wahrscheinlich mordsmäßig kompliziert angezeigt. Definitiv. Na. Wir versuchen das jetzt mal geduldig weiter. Weil irgendwann muss es ja mal klappen, oder? Na, jetzt dreh dich doch. Ansonsten gucke ich auch mein Handbuch, wenn es vorhanden ist.
Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt gucken wir mal im Handbuch nach, wie das Ganze bewerkstelligt werden muss. Also das Ganze ist unter L, J und K markiert. Ja? Und man sieht hier die einfache und die schwere Lösung. Ja, okay, so geht das nicht. Finde ich geil. Sobald man so ist. Einen Moment. So. Sorry für den kleinen feinen Schnitt. Machen wir es mal so, wie es mir hier angezeigt wird. A zweimal. Okay, das ist ein bisschen komisch aufgezeichnet. Ich glaube, das wird nicht so hinhauen, Freunde. Also ich vertraue einfach mal, dass das hier K ist. Nee, das kann nicht hinhauen. Ich meine, ich zeige es euch nochmal. Schaut mal, wir gehen mal aufs Handbuch. Dann schauen wir so, da gucken die beiden Pfeile da nach rechts. Und das hier wäre J. Ja? Also machen wir nochmal von vorne. So, das soll J sein, ja? Das kann ich hinhauen. Eins. 3, dann J, dann zweimal L, J, dann dreimal L, J. Das kann schon mal gar nicht stimmen. Ich versuche es jetzt einfach mal so, wie es mir gesagt wird. 1, 3. Dann. Hä? A, zweimal dann J, dann K. Hier mal. 1, 3, 4. So. Also wenn das jetzt hinhaut, dann nehme ich alles zurück, ganz ehrlich. So, dann ist das auch richtig. Und wenn ich es jetzt so umdrehe, dann. Ja, okay, jetzt haben wir es. Ha! Okay, und was kriegen wir? Einen Drachenkrug. Eine brennende Kerze im Besen. Mit dem Besen machen wir wahrscheinlich das hier sauber. Erstmal Info. Vertausche die Kachel und setze das Bild darunter zusammen. Richtige platzierte Kacheln leuchten auf. Mit den Augen links kannst du die Kacheln umdrehen. Also richtig platzierte leuchten grün. Okay. Man könnte jetzt quasi raten. Schauen wir mal ganz kurz. Die grün platzierten. Ja, okay. Das müsste schon mal stimmen.
Ich habe nicht das Eck von dem Zwerg gesehen. Wahrscheinlich bei den Grünen, oder? Irgendwo muss da ein Stück vom Gesicht sein. Das ist wieder so ein eigenartiges Rätsel. Man erkennt halt eben gar nichts. Ach, ich kann es auch so verschieben, wenn das so ist. Ach so, okay. Das ist ja mal interessant, aber ich sehe trotzdem nicht das Stück von dem sein Bart oder ähnliches. Interessant. Was mich ein bisschen stört, ist halt meine Nase, also nicht wundern. Das ist halt, was mich ein bisschen stört. Das verstehe ich nicht. Ist keine Säule. Das Rätsel hier verwirrt mich aber extrem. Also langsam gebe ich auf, aber soll, wenn es so ist, aber. Ja, was? Tausche die Kacheln und setze das Bild darunter zusammen. Richtige platzierte Kacheln leuchten auf. Mit den Augen links kannst du die Kacheln umdrehen. Hä, das sind zwei verschiedene Bilder. Oder was? Sorry, das überspringe ich absichtlich. Das hat in meinen Augen keinen Sinn mehr ergeben. To keep the peace between them, the ancient races divided the city. The Lacrian mages chose the upper part with its urban buildings and libraries filled with rare magic manuscripts.
The Jotun giants had always lived in harmony with nature, so they chose the city's parks and forests. The dwarves descended underground to be closer to the rare metals and minerals they needed to create weapons and artifacts. Okay, auch Rivalen haben etwas gemeinsam. Richtig. So, jetzt kann ich mal ganz kurz, muss ich ganz kurz raustappen. Weil ich die Bilder, die ich gemacht habe, wegschließen musste. Aber wie gesagt, ist trotzdem ein bisschen verwirrend. So, hier haben wir immer noch nichts, womit wir das lösen könnten. Wir können jetzt hier die Armbrust spannen. Wir können die Armbrust spannen mit dem magischen Pfeil. So, dann gehen wir mal kurz auf die Karte. Hey, ich kann doch hier bestimmt auch noch woanders was tun. Ja, ich muss wieder zurückgehen, weil sonst darf ich ja anscheinend nicht. Also hier kann ich nichts mehr machen. Okay, dann muss man hier wirklich noch was machen. Aber was? Ja, hier. Wie kann ich die Schrauben kaputt machen? In der Kerze? Nö. Mit den Armbrustbolzen? Nö. Da fehlen uns noch immer noch die Edelsteine. Ja, ja, da gehört das hier hin. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch seine Runen doch nicht wegmachen. Nichts mehr im Weg. Na, let's go. The blade is almost filled with souls. Only a few more left to go. Frage mich, was sein Ziel ist und wie besorgt ich sein sollte. You're just a human. You'll never stop me. Okay, das ist schon mal ein guter Einwand, uns aufzuhalten, aber das wird uns nicht aufhalten. Das hätte von mir aus anders laufen können, aber den hole ich schon noch einen. Ja gut, jetzt müssen wir erstmal das Artefakt finden. Dass sie hier rumgeistert. Ja, die Blumen nehmen wir mit. Hallo Echse. Dampfmaschine. Vor Einsatz Wasser in Tank erhitzen. Ich muss mich an die Anleitung halten. Ja, da ist die Schnur sowieso gerissen. Da brauchen wir erst eine neue. So, wo könnte dieses Artefakt sein? Da müssen wir erstmal was zurechtschnitzeln. Säulenkombination, ja. Damit den Pinsel wegmachen. Haben wir schon mal die Kombination. Und das müssen wir erstmal zurechtschnitzen. Ja, fehlt die Stange hier zu greifen. Jo. Ich brauche ein etwas dickeres. Oh, okay. Ja, das könnte irgendwelche Klamotten sein oder ähnliches. Ich sehe hier aber nichts. Meine liebe Enricia. Auf ewig dein. Okay. Das hier. Ich bezweifle, dass ich den Schlüssel finde. Ich sollte das Schloss knacken. Okay, aber wo könnte die Erfindung sein? Okay. Also einmal so, so. Das war jetzt schon relativ einfach.
Da müssen wir irgendwie die Kette zusammenkriegen. Ah, ich habe die Erfindung gefunden. Die Schuhe lagen da per Zufall. Ich habe es nur nicht, ich habe die nicht richtig mal gesehen. So, wo kommen wir denn weiter? Was sagt die Karte? Hier kommen wir irgendwie weiter. Stimmt, die Blumen da. Es fehlt jetzt noch eigentlich, fehlen eigentlich noch die zwei Edelsteine. Ich muss das fehlende Teil finden. Okay. Damit kann ich doch das auch lösen. Ja. Was kriegen wir da? Bernstein und eine Speerspitze und einen Handschuh. Ach, das müssen wir alles hier reinschmeißen. Das hat sich ein bisschen eklig angehört. So, mehr haben wir hier gerade aktuell nicht. Wir können hier und hier was machen, aber wo? Hä? Warte mal, ich scanne mal hier ein bisschen ab. Was kann ich denn hier machen? Hier kann ich etwas anzünden. Was bist denn du? Feuergeist. Was soll ich jetzt mit dem Feuergeist machen? Ach ja, den kann ich wahrscheinlich hier hinstellen. Da erhitzt er schon mal den Kessel hier. Kann ich mit dem Speer hier schnitzen? Nö. Auch nicht. Was kann ich denn hier noch machen? Hier ist ja noch was. Ja, schon gut. Aber ich glaube nicht, dass ich mit dem Speer hier was bewerkstelligen kann. Kann ich mit dem Speer hier... Ja. Hallo Wimmelbild. So, erstmal müssen wir den Drachen hier vervollständigen. Wäre hier was zum Zeichnen? Hier. Eine Dose, wo wirklich drauf steht Graffiti. Alles klar. Jetzt habe ich schon alles gesehen. So, ein Ball. Ja, auch wenn es ein kaputter Ball ist. Tabakpfeife, Fahne, Rache. Die Zwergenstadt hier ist hier irgendwo abgebildet. Das wahrscheinlich nicht. Zwergenstadt. U-Bahn. Da, Schriftzug Zwergenstadt. Hammer. Lampe, Schnurrbart, wo ist denn hier ein Schnurrbart? Nein, mein Schnurrbart kriegt das Spiel nicht. Schnurrbart, da, Mustache. Pistole ist hier. Axt ist hier. Regenschirm ist da und Schild ist hier. Ist auch ein Schild. Komm, jetzt wird mal wieder speziell. Jetzt brauchen wir Box ganz bestimmtes Schild. Hier kein Schild. Das könnte. Ja, okay, das könnte. Schild sein, da mal ein Gürtel. Löse 3 Wimmelbildseen ohne Tipps zu verwenden. Okay, kann ich mit dem Gürtel das hier verbinden? Nee, kann ich nicht. Kann ich das damit verbinden? Haha, damit hat er nicht gedacht. Oje. Hello. I am Osgersi. I'm afraid you can't go there. Our jeweler was just murdered. Ah, I see now. I didn't realize you were a detective. Come, examine the body. If you ask me, it was one of the Jotuns. Those stupid giants have no respect for us small, noble dwarves. Ah, okay, noble Zwerge. Verstehe. Können wir uns das mal hier Juwelier Bessings. Ja, da brauchen wir den Schlüssel. Das ist definitiv hier fehlt der Globus, was oder was da immer reingehört.
Hinten ist eine Zwergenstatue, da ist ein Kristall wieder und eine Zeitung ist hier irgendwo. Eine Zeitung liegt hier irgendwo wieder brach rum. Hat er die Zeitung? Impuls, ein Jammer. Aber hier liegt irgendwo eine Zeitung rum. Hier vielleicht? Nö. Da vielleicht? Boing. Da oben. Ach Gott. Nachrichten. Multi-Instrumentalist Norman Melchel beherrscht die Nachahmungstechnik aller Musikinstrumente. Wer seine Künste erlernen will, hat für einen Monat die Gelegenheit, den Ton der lakarischen Schlangentrompete zu erlernen. Privatim-Set gratis. Okay. Da haben wir den Schlüssel bekommen. Oh je. Oh, come on. Ich muss sagen, ich bin kein so großer Fan von sowas. Aber ich tue es jetzt mal für euch, ja? Eieieiei. Das müsste oben links hinkommen. Könnte ich natürlich jetzt auch wieder das Handbuch nutzen, aber ich will erstmal schauen, ob ich es so schaffe. Eieieiei. Ja, schimpf mit den Kindern. Entschuldigung. Es ist gerade das Fenster offen. Da ist ein Vater, der unnütz mit seinem Kind schimpft. Eieiei. Ja, bisher hätte ich schon, oder? Ah, wartet mal. Aha. Ja, man muss ein bisschen immer meckern, damit es klappt. Ich schmeiß hier alles um. Ah, ich find's cool, dass man hier mit vielen Sachen interagieren kann einfach. Das finde ich cool. Aber ich suche gerade das... Ja genau, das suche ich, das Artefakt suche ich hier gerade. Haben wir das grüne Pulver, das wir brauchen? Hä? Wie so eine Dose. Ich muss meine Hände schützen. Oh wow, ja, wenn du so blöd bist, eine Dose richtig anzufassen. Mein Gott. Dosendeckel zum Schneiden. Ja, das können wir noch gar nicht machen, weil uns da fehlt uns der Pferdekopf. Schütt man das mal rein. Jetzt ist es auf einmal grün. So, dann sage ich an dieser Stelle, meine lieben Freunde, Dankeschön wieder fürs Zuschauen, fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal bei Secret City London's Calling, die Sammler Edition. Tschüss.